65 Bier. Nee, lass mal, da verkaufe ich lieber ein paar Sachen. Wie zum Beispiel Riesenkrabbenscheren, ja. Was waren nochmal diese Sachen, die wir irgendwie für 1 Dukaten oder so verkauft hatten? Ah, das war... Ich habe keine Ahnung. Irgendwas. Für 1 Dukaten, Alter, das war geil. War das was von den Amöben oder so? Ah, weiß ich nicht. Blutegel im Glas. Heilkunde Gift plus 4, naja. Seife, Heiltrank, blutiges Beil, es kann weg. Nüsse, behalte ich mal. Kurzbogen. 1W plus 1. Nee. Wollte, Lederwender. Giftzähne war Alchemie. Bolzen, Haarnadel, Kurzbogen. Okay. Bei dir habe ich gerade verkauft, okay, genau. Lass das mal vor, Grimm machen. Ja, ja, ja. Der hat nicht allzu viel dabei. Du hast ja sicher noch ein paar von den Wolfsratten. Vergilbtes Tagebuch. Riesengrabenscheren, Seidendrüsen. Ah, das war was von den Spinnen, genau. Irgendwas von diesen Spinnen. Auftragszettel. Gott, oh Gott. Weiß gar nicht mehr, was es war. Lederwender. Naja, gut. Nicht so viel von den Wolfsratten. Wird. Wo haben wir das ganze Geld her? Keine Ahnung. Ich speichere mal kurz. Und zwar, wie ist denn das? Na klar. Ah, da seid ihr ja wieder. Wenn ich hier... Soll das eine einfache Lokalrunde für 15 Silber oder gleich Freibier für den Rest des Abends für 6 Dukaten sein? Das wäre die Freude, da wäre die Freude gleich viel größer. Einfache Lokalrunde. Ach, was soll's. Einmal Freibier für den Rest des Abends. 15 Silber. Nehmen wir mal einfache Lokalrunde. Gut, eine Lokalrunde für 15 Silberlinge. Ihr werdet sehen, die Leute werden es euch sicher danken. Joa, passt schon. In die Hand. Mhm. Na, freut ihr euch jetzt, mich zu sehen? La 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 la. Da 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 da. Ich weiß es noch nicht. Wäre auch. Ja. Ich möchte nur in Ruhe auf mein. Ich habe gerade eins gekauft. Ist das zu viel verlangt? Wie war das mit dir? Die freuen sich. Torfstecher Krobber. Wollt mit mir reden, was? Ja, darf ich ein paar Fragen stellen? Mal nachdenken. Nein, denk nicht. Fragt jemand anderen. Bin ich redselig. Danke für die Lokalrunde, aber nun geht. Darf ich wenigstens euren Namen erfahren? Krobber. Nun aber Ruhe, will man Bier trinken. Passt. Kräuterfrau Nüller. Oh. Ja, ihr wollt mit mir sprechen? Ja. Nüller, sprich nicht mit diesem dahergelaufenen Krobber. Was fällt dir ein? Manchmal bist du unerträglich. Aber nur manchmal. Bitte nehmt es ihm nicht übel. Es ist einfach seine Art, über alle Maße unhöflich zu sein. Er beleidigt andere Leute, ohne darüber nachzudenken. Boah. Danke. Ihr hättet uns wirklich keine Lokalrunde ausgeben müssen. Ich selbst trinke zwar nichts, aber ich mag es, dass ihr euch in mehr als einer Hinsicht beispielhaft verhaltet. Also, wie kann ich euch helfen? Wer seid ihr, wenn ihr mir diese Frage erlauben würdet? Ich bin Nilla. Zu euren Diensten. Ich bin Nilla. Zu euren Diensten. Ich bin die einzige Kräutersammlerin hier im Moor. Ihr könnt mir gerne einige Kräuter erwerben. Und ich bin Scully, Held auf der Drachenqueste. Guten Tag.
Oh, ein Drachenquest erhält also. Es ist meine Ehre. Komm her. Wie kann ich euch noch helfen? Wisst ihr etwas über den Magier Rakorium? Er soll sich in dieser Gegend aufhalten. Rakorium heißt er also. Ja, ich erinnere mich. Ihr habt ihn um ein paar Stunden verpasst, ein seltsamer Kauz ohne Zweifel. Er schien so wunderlich wie mein verstorbener Ehemann in seinen lichteren Momenten. Er und seine beiden Gesellen verweilten nicht lange im Gasthaus und zogen weiter Richtung Moor. Sorry, aber da kommt noch so viel Text, das muss ich einfach ganz normal machen. Draußen traf ich sie, aber ich konnte kaum ihre Gesichter erkennen. Der Moornebel war dicht wie ein Leichentuch. An ihr armes Maultier kann ich mich aber noch sehr gut erinnern. Voll beladen war es, mit Kisten, Säcken und einem großen Kessel. Es hat mich noch gewundert, wie es unter dieser Last überhaupt bis in diesen Moor geschafft hat, das arme Tier. Sonst ist euch nichts weiter aufgefallen? Nein, sie gingen einfach weiter ins Moor. Wobei, ja, da war noch jemand hinter der Brücke. Bei dem Nebel bin ich mir nicht sicher, wer es war, doch ich meinte, die Gestalt, der hat die drei beobachtet. Doch dann war sie auch wieder weg. Für einen Untoten war sie zu schnell. Vielleicht nur eine Sinnestäuschung? Das glaube ich nicht. Aber eine interessante Information auf jeden Fall. Alter, ist eine Kräutersammlerin. Warum können wir die nicht wegen dem Rezept von Auralia befragen? Sonst machen wir es halt bei Meister Rakorium. Der kennt sich damit sicher auch aus. Oder kannte sich damit aus wohl eher. Was wisst ihr über die Untoten zu berichten? Sie waren schon immer aktiv und haben vermutlich auch meinen Mann zu sich geholt. In letzter Zeit ist es schlimmer geworden, deutlich schlimmer. Während sie einen sonst nur angreifen, wenn er tief im Moor bei den dunklen Gräbern ist, kommen sie jetzt fast bis ins Dorf. Was könnt ihr mir über diesen Ort erzählen? Über Moorbrück? Es ist ein sterbender Ort. Nur die Torfstecher haben ihn am Leben erhalten. Seit die Untoten eine regelrechte Invasion auf die umliegenden Häuser und Gehöfte gestartet haben, werden wir hier immer mehr isoliert. Aber was beklage ich mich bei euch? Ich wüsste gerne etwas mehr zu einer Person aus diesem Ort. Gerne, zu wem genau? Oh Mann, ey. Was könnt ihr mir bei euch berichten? Ah, Gott. Ihr wollt etwas über mich wissen? Nun gut. Mein Mann und ich haben vor einigen Jahren die Mühle betrieben. Über Nacht verschwand er spurlos und ich weiß bis heute nicht, ob er dem Moor oder den Untoten zum Opfer gefallen ist. Vielleicht ja sogar beiden. Einige Wochen vor seinem Verschwinden ist er immer wunderlicher geworden. In den letzten Tagen war er sogar regelrecht von Sinnen, hatte Wahnvorstellungen und Wutausbrüche. Schließlich hat er den Steg zur Wassermühle abgerissen, als ich im Dorf war. Niemanden ließ er zu sich, nicht einmal mich. Als er verschwand, war ich lange Zeit gebrochen. Sogar mein Arm. Dank Molinde, unserer Bohrer und Geweihten, die sich rührend um mich gekümmert hat, konnte ich mit diesem Verlust und der Ungewissheit leben. Auch der Wirt war so gut und hat mir ein kleines Zimmer im Gasthof zugewiesen. Dafür helfe ich ihm bisweilen aus. Vor allem aber sammle ich seit dem Verschwinden meines Mannes Kräuter im Moor und biete sie zum Verkauf an. Bei all den Untoten konnte ich in den letzten Wochen nur in den Mittagsstunden und nicht so weit abseits vom Dorf Kräuter sammeln. Daher habe ich auch nicht so eine große Auswahl. Bogomil Scheffler. Alter, warum muss ich jetzt die ganze Zeit gähnen? Das geht ja gar nicht, ey. Wahrscheinlich, weil es so heiß ist wieder. Das bleibt jetzt aber unter uns, ja? Kurz gesagt, ist es der falsche Mann, der heute einen Kopf kürzer gemacht werden sollte. Die Untoten sind nur unwesentlich schlimmer als er. Zugegeben, umgebracht hat er noch niemanden, aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Er fühlt sich wie ein kleiner Kaiser von Moorbrück. Ich weiß, ich hätte es nicht so offen sagen sollen, aber es musste einfach raus, bevor ich daran ersticke. Ja, und dann hätte ich gerne noch etwas über Molinde erfahren. Oh nee. Warum gibt es ja keine Sprachausgabe? Unsere gute, geweihte Molinde. Ohne sie. Oh, ich fange schon wieder an. Dabei ist auch echt Mittag. Oder Nachmittag halt. Ohne sie ist hier alles noch düsterer. Im Gegensatz zu unserem Büttel ist sie ernsthaft um das Wohl unseres Ordens bemüht. Erstaunlich, wie sehr sie sich um die Geschicke des Diesseits kümmert. Manchmal frage ich mich leise, ob wirklich Boron ihr am nächsten steht. Sie ist etwas zu lebhaft, wenn ihr versteht. Doch gerade das gefällt mir an ihr.
Sie ist eine der ganz seltenen Lichtblicke in meinem Leben. Vor allem, als mein Mann vom Moor verschluckt wurde, oder von den Untoten, war sie stets für mich da. Hoffentlich ist ihr nichts geschehen und sie kommt bald wieder. Also ist Boron anscheinend der Gott des Todes oder so, jedenfalls laut dem ganzen Kontext. Aber wahrscheinlich ist eh falsch. Wir halten nach ihr Ausschau, wenn wir ins Moor gehen. Ja, ich will noch was wissen über Krobber. Krobber ist eigentlich ein Torfstecher. Weil? Kommt er in den Ort, wenn es gilt, eine Leiche unter die Erde zu... Was soll das? Plaudern wir hier über mich? Schluss damit! Noch wer? Einen frischen Humpen Bier? Ja, ich. Noch wer? Einen frischen Humpen Bier? Ja, ja. Kleiner Schmolzwerk. Etwas anderes fragen? Nö, danke. Tschüss. Wen haben wir denn hier? Dörflerin Ilra. Oh, ein neues Gesicht. Das hat man selten hier in Moorbrück. Vielleicht ein paar Untote. Ihr habt bei Vigur etwas gut. Wer um Gottes Willen ist Vigur? Ich bedanke mich für ihn für die Lokalrunde, denn er hat mein Bier gleich mitbeansprucht. Nicht so tragisch, ich muss eh auf ihn aufpassen und jeder Tropfen Bier würde meine Wachsamkeit trügen. Aha. Ach ja. Gott, so viel zu vorlesen. Und immer noch so spannende Sachen. Wie ist euer Name, schöne Frau? Ich bin Ilra und wie heißt ihr? Scully. Willkommen in Moorbrück. Danke. Und was kann ich sonst für euch tun? Habt ihr von Rakorium, dem Magier, gehört? Ich bin auf der Suche nach ihm. Er und seine beiden Lehrlinge sollen sich irgendwo hier aufhalten. Nein, tut mir leid. Da solltet ihr jemanden anderen fragen. Vielleicht weiß er Würde ja mehr. Was kann ich sonst vielleicht tun? Was hat es mit dieser Untotenplage auf sich? Alter, hörst du bei den Leuten nicht zu, oder was ist los? Eine wirklich furchterregende Sache. Es gab im Moor schon immer Untote. In letzter Zeit aber sind sie viel angriffslustiger geworden. Immer mehr Häuser außerhalb des Dorfes werden von den Untoten gezielt überfallen. Als ob sie über Nacht einen Drang zur Auslöschung alles Lebens entwickelt hätten. Mhm. Spannend. Was kann ich mir über das Dorf erzählen? Soweit ich weiß... Weil dieser Ort ursprünglich einmal eine Holzfällersiedlung. In meinen Augen ist es heute nichts mehr weiter als ein hässliches Sumpfloch. Wenn mein Mann nur wollte, würde ich Moorbrück lieber heute als morgen den Rücken kehren. Dabei könnten wir erst einmal bei meiner Schwester in Ferdok unterkommen. Ah, kennen wir die vielleicht? Sie war die einzig Schlaue unserer Familie und hat sich aus Moorbrück fortheiraten lassen. Ich würde gerne etwas mehr über die Menschen hier in dem Dorf erfahren. Über euch. Das ist ganz wichtig. Über mich? Ach, was soll ich schon groß erzählen? Immer wieder versuche ich, meinen Mann zu überzeugen, diesen trostlosen Ort endlich zu verlassen. Früher habe ich ja verstanden, dass ein Torfstecher im Moor leben muss. Aber wenn solche Gefahren Moorbrück heimsuchen, wird es Zeit, weiterzuziehen. Was soll ich machen, wenn er will einfach nicht hören? Sagt, es wäre feige. Alter. Ich kann das nicht. Sagt, es wäre feige, das Dorf gerade jetzt zu verlassen. Ich meine, ich könnte euch heiraten und wir ziehen nach Ferdok. Ich habe da ein hübsches Haus am Breiersplatz. Wirt. Schotterbier. Er ist eine Seele von einem Menschen. Ich frage mich oft, wie es ihm mit den Zutaten, die hier im Moor aufzutreiben sind, auch nur eine ordentliche Mahlzeit gelingt. Aber seine Rezepte hütet er wie seinen Augapfel. Vielleicht ist das ja das Geheimnis. Äpfel. Ansonsten ist er aber ein offener und großzügiger Mann, der immer ein offenes Ohr für unsere Sorgen hat. Er ist die mittelnde Kraft zwischen Morlinde und dem Büttel. Er schlichtet, wenn sie sich zu sehr in den Haaren liegen. Ich kann nur hoffen, dass Morlinde bald zurückkehrt, denn alleine ist selbst unser Wirt dem Büttel nicht gewachsen. Da würde ich noch gerne was wissen über euren Mann hier am Tisch neben euch. Vigur, mein Mann! Bei Travia. Vigo ist mein bierbärtiger Bruder. Zwar habe ich auch einen Mann, aber der ist zu Hause in unserer festungsgleichen Hütte und wacht über unsere Kinder. Ich habe meinen Bruder aufgenommen, als ihn seine Frau zum Namenslosen gejagt hatte. Und ich bin eigentlich nur noch hier, um Vigo endlich dazu zu bewegen, nach Hause zu kommen. Sonst trinkt er sich noch ins Grab.
Dafür wirkt er recht nüchtern, scheint ein sehr trinkfester Bruder zu sein. Oh ja, das ist sein einziges Talent. Aber mein lieber Bruder will heute kein Ende finden und trinkt eine Runde nach der anderen. Gut, dass ihr gerade eine bestellt habt, aber darauf will ich leider nicht eingehen. Bald ist es so dunkel, dass es zu gefährlich für den Heimweg wird. Dann werden wir wie so oft hier übernachten müssen und ich muss zahlen. Dann noch etwas über die Moorbrücker Miliz. Mit der Dorfmiliz ist es so eine Sache. Einige von ihnen sind wirklich in Ordnung, wie Torfler und Mirosch. Anderen geht man lieber aus dem Weg, wie Petram und Salzstein. Sie haben eher den Willen des Büttels im Kopf als das Wohl der Dörfler. Ein ganz besonderer Mensch ist Hamwin. Ihr könnt ihn oben am Boron-Tempel antreffen. Er hat die Seele eines Kindes, teilt allerdings auch dessen einfaches Gemüt. Ich habe das Gefühl, dass der Büttel Hamwins naive Art schamlos ausnutzt. Seid also achtsam, siebensam. Nein, danke.